Wenn man irgendwie Kommunist ist oder wenn man auch nur für eine gerechtere Welt irgendwie kämpfen will und diesen Kapitalismus stürzen will, dann hört man irgendwie sehr oft, und ich würde sagen, beliebteste Argument dagegen von den Bürgerlichen ist dann, so wie der Willi gesagt hat, Kommunismus, Revolution, alles das sind ja irgendwie nette Ideen vielleicht, aber es wird automatisch in einer Diktatur führen, es wird automatisch mit den Verbrechen des Stalinismus gleichgesetzt. Und genau, das Ziel des Referats ist genau diese Lüge irgendwie zu beantworten, diese Hauptargumentationslinie der Bürgerlichen, indem der Charakter des Stalinismus erklärt wird und gleichzeitig aufgezeigt hat, wie sich die russische Revolution entwickelt hat, also von der russischen Revolution die Entwicklung war hin zur stalinistischen Konterrevolution und was für Rolle auch einfach Kommunisten gespielt haben, die gegen Stalin und gegen die Bürokratie gekämpft haben, von denen irgendwie am meisten im Gulag gelandet sind. Dabei stehen wir als Funke und als IMT, als Internationale, in der Tradition von Lenin und Trotzki, die die führenden Rolle in der russischen Oktoberrevolution eingenommen haben, die wir vor 2 Wochen eben ausführlicher behandelt haben in der Online Marxist School und die nach der russischen Revolution entschieden für die Verbreitung der Revolution gekämpft haben, für die internationale Revolution und sobald es irgendwie aufgekommen ist, gegen die Bürokratisierung, gegen die Stalin-Clique. Und nach Lenins Tod 1924 hat quasi diese Arbeit vor allem Trotzki weitergeführt, der die Grundlagen des revolutionären Marxismus verteidigt hat, weiterentwickelt hat und eben den Kampf gegen den Stalinismus in Russland und international aufgenommen hat. Genau, und eine konsequente Stalinismusanalyse ist, glaube ich, von enormer Bedeutung, weil wenn wir heute irgendwie den Stalinismus und dieses heftige, diese Verzerrung und diese Lüge der Bürgerlichen irgendwie nicht klar beantworten können, dann wird man, glaube ich, automatisch Zugeständnisse an diese bürgerliche Propaganda machen müssen und den revolutionären Marxismus in irgendeiner Weise verwässern. Und so gibt es auch heute viele Linke, viele Sozialisten, Sozialistinnen, die auf eine sehr schüchterne Art und Weise einen demokratischen Sozialismus argumentieren, aber die dann oft hinzufügen, aber ja nicht so wie in Russland. Aber dadurch, dass sie kein System, keine Theorie haben, die den Stalinismus tatsächlich ablösen könnten, sie dem Stalinismus entgegensetzen könnten, bleibt dieser demokratische Sozialismus oft eine Floskel, oft ein Luftschloss in der Theorie und in der Praxis bleibt man oft in der Logik des Kapitalismus, wenn man dem irgendwie nichts entgegensetzen kann. Deswegen ist das, glaube ich, von enormer Bedeutung, dass wir uns heute immer noch damit beschäftigen. Genau. Ja, das Referat mit dem Stalinismus will ich in erster Linie mit der russischen Revolution und der internationalen Bedeutung von der Revolution beginnen. Nicht zuletzt, weil das ein zentraler Kern der Politik der Bolschewiki war und der zentrale Punkt, mit dem Stalin brechen hat müssen. Durch die russische Revolution, die Oktoberrevolution 1917, wie gesagt, vor 2 Wochen genauer besprochen, ist zum ersten Mal in der Geschichte sind zum ersten Mal in der Geschichte die armen Massen und die Arbeiterklasse in einem ganzen Land, de facto im halben Kontinent, irgendwie in die Macht gekommen. Und von Anfang an war die russische Revolution der Beginn eines revolutionären Weltprozesses. Als die Bolschewiki die Macht übernommen haben, hat Lenin und Trotzki klar gesagt, haben die Führer der Oktoberrevolution klar gesagt, dass die russische Revolution nicht überleben kann, wenn sie nicht in anderen Ländern, quasi im Herzen Europas so fortgeführt werden. Und eine der ersten Aktionen der russischen Revolution war auch einen internationalen Appell an die Arbeiterklasse der ganzen Welt zu richten, vor allem an die Arbeiterinnen Deutschlands und Österreichs. Und zum Zweck dieser internationalen Revolution sind auch in diversen Ländern kommunistische Parteien gegründet worden, zusammengefasst in der kommunistischen Internationalen. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist selbst das Wort Sowjetunion widerspiegelt irgendwie diese internationale Bedeutung. Weil es ist nicht irgendwie ein sozialistisches Russland oder so genannt worden, sondern es war eine Union, der verschiedene Räterepubliken beigetreten sind und beitreten haben können. Wenn beispielsweise in Deutschland eine Revolution erfolgreich gewesen wäre, in Österreich und so weiter, hätten diese beitreten können.
Genau, das heißt, das war von Anfang irgendwie ein entscheidendes Prinzip dieser Revolution. Und tatsächlich war das keine Utopie, sondern dies hat sich in der Realität bestätigt. In der Vielzahl von Ländern gab es revolutionäre Bewegungen nach dem Ersten Weltkrieg. Inspiriert von der Russischen Revolution wollten auch die Arbeiterinnen in Europa Schluss machen mit dem Krieg und Schluss machen mit der Ausbeutung der Kapitalistinnen. Und es kam als erstes sogar in Österreich zu einer Revolution, zum Jännerstreik 1918, wo die Massen die Arbeiterinnen ähnlich wie in Russland Vertretungen in Form von Räten wählten. Genau, und die Streikenden mit ihrer herrschenden Klasse Russisch reden wollten. Also so, das war quasi das geflügelte Wort damals, wie man in Österreich gesagt hat. Und allein in dem Jahr 1919 gab es in Bayern eine Räterepublik, gab es in Ungarn eine Räterepublik, gab es in Gesamtdeutschland eine revolutionäre Bewegung, in Italien eine Betriebsbesetzungsbewegung. Das heißt, dieser ganze Kontinent hat nach Revolution gerochen. Nur es gab einen Faktor dazu beigetragen, dass diese gesamten Revolutionen nicht erfolgreich waren. Nämlich hat einfach die revolutionäre Kraft, die revolutionäre Organisation in diesen Ländern gefehlt. Schlussendlich waren an der Spitze der allermeisten dieser Bewegungen die Sozialdemokratie, die nicht diese Rätestrukturen, die sich entwickelt haben und diese Bewegung nach vorne tragen hat wollen, den Kapitalismus wirklich stürzen hat wollen, sondern im Gegenteil ihn geschützt hat und diese Revolution Stück für Stück entwaffnet hat. Und der Punkt, dass das zur Isolation der russischen Revolution geführt hat, ist wirklich ein entscheidender, den man sich merken sollte. Und er hat irgendwie ein sehr sehr weitreichendes Resultat, dass Russland isoliert war und dass Russland in den darauffolgenden Jahren der Revolution mit einem Bürgerkrieg überzogen worden ist. 21 Interventionsarmeen haben insgesamt die Revolution und Russland angegriffen. Der russische Bürgerkrieg hat insgesamt 3 Jahre gedauert und extrem katastrophale Resultate gehabt. Ich wollte nur kurz ein Bild zeigen vom Verlauf, genau von den Grenzen des russischen Bürgerkriegs, und zwar zum Höhepunkt, wo Russland. Wo die revolutionären Kräfte und die Bolschewiki am schwächsten waren und am weitesten eingeschlossen waren. Man sieht, es gibt gerade noch ein Sechstel oder ein Siebtel des ehemaligen Gebiets und von allen Seiten ist irgendwie diese Revolution umzingelt. Und ist quasi beschränkt auf ein paar Gebiete von Moskau, Petrograd und Umgebung. Genau, aber dieser Bürgerkrieg ist schlussendlich gewonnen worden. Von der Roten Armee. Zum einen wegen den militärischen Fähigkeiten von Trotzki, der die Rote Armee damals organisiert hat und direkt an die Front den Widerstand und die Gegenoffensive organisiert hat. Aber in letzter Instanz würde ich sagen, ist dieser Bürgerkrieg gewonnen worden wegen dem politischen Programm der Revolution. Die Arbeiterinnen kämpften zu Millionen in der Roten Armee für die Errungenschaften der Revolution. Und die Konterrevolution, organisiert in der sogenannten Weißen Armee, wollten alle diese Errungenschaften zerstören. Immer wenn die Weißen ein Gebietsteil besetzt haben, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben die Sowjets verboten, die demokratischen Räte. Sie haben das Land den Bauern weggenommen und den alten Grundbesitzern zurückgegeben. Es gab heftige Repressionswellen, antisemitische Pogrome und massenhaft Hinrichtungen und Verbot der Gewerkschaften. Und dadurch, dass die Revolution diese enormen Errungenschaften einfach gebracht hat und die Konterrevolution alles aufs Spiel gesetzt hat, wurden sogar die Bauern, die immer schwankten und massive Entbehrungen auch in Kauf nehmen haben müssen, wurden sogar die Bauern mehrheitlich gewonnen für diesen Bürgerkrieg. Ja, und so wurde der gesamte Bürgerkrieg schlussendlich gewonnen. Aber wie gesagt, hatte das katastrophale Folgen. Das Bild, genau, hatte das katastrophale Folgen. De facto durch den Bürgerkrieg war das ganze Land von 1914 weg bis 1921 in einem dauerhaften Kriegszustand.
also 7 Jahre ununterbrochen Krieg, extreme Zerstörung der Wirtschaft. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann ist 1920, also noch so gegen Ende des Bürgerkriegs hin, 1920 war die Eisenproduktion im Vergleich zu 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg, war die Eisenproduktion bei 1,6% im Vergleich zu vor dem Ersten Weltkrieg. Die Produktion von Öl, das ist eines der wichtigsten Sachen irgendwie in Russland, ressourcenreichsten Sachen in Russland, war bei 41% und die Produktion von Kohle auf 17%. Also wie gesagt, wenn man 1920 mit 1913 vergleicht, also dieses Land ist irgendwie komplett verwüstet worden. Und als 1917, als die Revolution stattgefunden hat, gab es noch 3 Millionen Industriearbeiter im Land. 1920, also während des Bürgerkriegs, gab es nur noch 1,2 Millionen. Das heißt, weniger als die Hälfte der Industriearbeiter, weil die meisten einfach in der Roten Armee an der Front gekämpft haben und gestorben sind. Und eben zum Aufbau des Sozialismus und auch nur zum Aufbau eines gesunden Arbeiterstaats braucht es ein ausreichendes hohes Niveau der Wirtschaft, der Produktivkräfte, der Kultur im Land. Und wenn man sich das irgendwie anschaut, erst 1926, also 5 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, konnte das Niveau, das wirtschaftliche Niveau vor dem Ersten Weltkrieg erreicht werden. Und selbst das ist mehr als ungenügend. Russland war auch damals eine der rückständigsten Agrarstaaten auf Weltebene. Und Marx gibt irgendwie, beschäftigt sich eigentlich nicht sehr intensiv mit, was passiert, wenn eine Revolution in einem rückständigen Land stattfindet, weil er das einfach nicht für wahrscheinlich gehalten hat. Aber er gibt einen interessanten Hinweis in der deutschen Ideologie, nämlich schreibt er dort, und andererseits ist diese Entwicklung der Produktivkräfte auch deswegen eine absolute notwendige praktische Voraussetzung, also für die Revolution, für den Sozialismus, weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste. Und wenn man das vergleicht mit dem, was passiert ist in Russland mit dem Stalinismus, fällt es einem recht einfach, irgendwie diese ganze alte Scheiße in dem zu finden. Und es ist sehr gutes Zitat, um irgendwie diese Analyse weiterzuziehen, nämlich unter den Bedingungen der allgemeinen Armut in Russland während des Bürgerkrieges, nach dem Bürgerkrieg, war es irgendwie notwendig zu entscheiden, wer welche Mittel erhält. Und Trotzki in seiner Analyse zeichnet so das Bild von einer Bäckerei, von einer langen Schlange, die irgendwie um Brot ansteht. Und wenn es eben einen Mangel gibt, dann wird die Schlange immer länger, es kommt zu Aufruhr und es braucht irgendwie einen Gendarm, Polizisten, der diese Schlange irgendwie in Reihe hält und der irgendwie entscheidet, wer was bekommt und wer wie viel bekommt. Und dabei kommt es irgendwie sehr oft vor, dass sich der Gendarm mehr nimmt als die anderen. Und das, was irgendwie in dieser Metapher so dargestellt wird, ist de facto in Russland passiert und zwar nicht unbedingt unmittelbar, also auch unmittelbar, so mit Polizisten, aber eigentlich mit der gesamten alten Kaste, mit der gesamten alten Bürokratie des Zarismus, der unter der enormen Rückständigkeit Russlands wieder in den Staatsapparat eingebunden werden hat müssen. Wie hat das konkret ausgeschaut? Mehr als 70% in Russland konnten weder lesen noch schreiben, also irgendwie Teil dieser wirtschaftlichen, kulturellen Rückständigkeit Russlands ist, konnten schon gar nicht rechnen oder Buchführung machen oder wirtschaftliche und militärische Organisationsaufgaben übernehmen. Und um diesen Bürgerkrieg zu gewinnen, um die Wirtschaft zu organisieren und zu reorganisieren, musste man auf eine Vielzahl von ehemaligen oder halt von früheren Bürokraten, von bürgerlichen Experten zurückgreifen, von alten zaristischen Offizieren. Allein im August 1920, während des Bürgerkrieges, sind zum Beispiel 50.000 ehemalige zaristische Offiziere in die Rote Armee aufgenommen worden. Einfach weil man ihre Fähigkeit gebraucht haben, um diesen Bürgerkrieg zu gewinnen. Und das natürlich nicht ohne Zugeständnisse, die wir machen haben müssen. Diese Bürokratie hat verschiedene Privilegien, höhere Bezahlungen verlangt. Man hat das immer versucht, in Grenzen zu halten, aber keine Ahnung, es waren quasi Zugeständnisse, die man machen haben müssen in dieser Mangelgesellschaft.
Und ein weiterer Punkt, Höhepunkt des Bürgerkrieges, ist dieser Kriegskommunismus während des Bürgerkrieges in der Krise gekommen. Der Kriegskommunismus hat vor allem darauf aufgebaut, dass man Nahrungsmittel von den Bauern requiriert hat, um die Städte einfach zu ernähren während des Bürgerkrieges, und die Bauern dafür nichts zurückbekommen haben. Und das hat man irgendwie in der speziellen Situation aufrechterhalten können, aber nur für so lange. Und in Wirklichkeit ist die Produktion im Land immer weiter zurückgegangen, weil wenn man quasi nichts dafür, jeder Bauer hat sich gefragt, wenn man nichts dafür zurückbekommt, für was soll man dann irgendwie mehr Nahrungsmittel produzieren oder überhaupt einen Überschuss produzieren? Und so musste man am Höhepunkt des Bürgerkriegs quasi ein Zugeständnis machen und den Tauschhandel zwischen Stadt und Land wieder zu etablieren, dass dieses Missverhältnis behoben wird. Das heißt, man hat ein Stück Kapitalismus auf dem Land wieder einführen müssen. Das ist dann als sogenannte neue ökonomische Politik bezeichnet worden. Genau, aber eben diese, wie von Lenin und Trotzki nur so als Übergangslösung, bis irgendwie diese Isolation der Revolution durchbrochen war, gesehen worden ist, diese Politik hat dazu geführt, dass sich sehr schnell Ungleichheit am Land zwischen den Bauern etabliert hat und sehr schnell eine Schicht von reichen Bauern, sogenannten Kulaken, entstanden sind. Und die zusammen mit der alten Bürokratie des Zarismus hatte wirklich eine neue soziale Schicht dargestellt. Es waren nämlich 100.000 Karrieristen, die kein Interesse daran hatten am Kommunismus, an der klassenlosen Gesellschaft, sondern nur Interesse daran hatten, ihre eigene Position auszuweiten, ihre eigenen Privilegien, ihre eigene Stellung in der Gesellschaft zu erhalten und zu verteidigen, und die in die Partei und in den Staatsapparat gedrängt hat. Und genau diese soziale Schichten, diese reichen Bauern, bürgerlichen Experten, zaristische Offiziere und Beamten, diese Schicht war schlussendlich, auf die sich Stalin immer bewusster gestützt hat und wirklich ihr fähigster Vertreter quasi geworden ist. Genau. Und mitten in dieser Entwicklung hat das Lenin eigentlich immer offen angesprochen, diese Bürokratisierung als großes Problem und als Problem, dem man irgendwie Herr werden muss. Und zwar indem die Revolution ausgeweitet wird und erfolgreich in einem fortschrittlichen Land im Westen sein muss. Genau, und er wird über diese Probleme immer quasi offen angesprochen und bekämpft. Hier ist beispielsweise ein Zitat von 1920 vom 9. Parteitag, noch bevor diese neue ökonomische Politik eingeführt worden ist. Man nehme doch Moskau, die 4.700 verantwortlichen Kommunisten, und dazu dieses bürokratische Ungetüm, diesen Haufen. Wer leitet da und wer wird geleitet? Ich bezweifle sehr, ob man sagen könnte, dass die Kommunisten diesen Haufen leiten. Um die Wahrheit zu sagen, nicht sie leiten, sondern sie werden geleitet. Und das, so wie viele andere Artikel und Dokumente, vor allem gegen Ende seines Lebens, zeugen davon, dass er diese Bürokratie als Problem sah und sogar Trotzki einen Block angeboten hat, dieses zusammen zu bekämpfen. Und vor allem diese Clique, die sich rund um Stalin gebildet hat. Und davon zeugt auch sein Testament, das de facto fordert, dass Stalin, der damals Generalsekretär war, oder immer Generalsekretär war, entmachtet werden soll. Genau, und dieses Dokument ist natürlich ewig unterdrückt worden, bis es dann nach Stalins Tod veröffentlicht worden ist. Genau, aber weiter zur Entwicklung des Stalinismus. Mit der Niederlage der Deutschen Revolution 1923 und schlussendlich mit Lenins Tod 1924 im Jänner kam Stalin, der eben zu dieser führenden Figur der Bürokratie geworden ist, an die Macht. Der setzte immer weiter mit bürokratischen Methoden seine Leute an die zentralen Stellen der Partei und des Staates und eliminierte Stück für Stück die Parteidemokratie. Und Trotzki führte eben, wie gesagt, zu Beginn mit Lenin und nach Lenins Tod diesen Kampf gegen die Bürokratie weiter. Genau, und der Stalinismus zeichnet irgendwie von Anfang an sich durch eine Abkehr von allem, was die Bolschewiki davor gestanden sind, für was Lenin gestanden ist,
in erster Linie eine Abkehr von diesem Internationalismus, den ich zu Beginn irgendwie dargestellt habe. Während zuvor eben das Schicksal der russischen Revolution quasi an diese internationale Revolution gebunden war und Stalin dieses selbst irgendwie verteidigen hat müssen, weil das war so eine Grundprämisse in der Partei und im ganzen Land, hat er quasi von heute auf morgen diese Idee komplett über Bord geworfen und hat der Slogan des Aufbaus des Sozialismus in einem Land verkündet. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, dass es eine internationale Revolution gibt. Es ist nicht mehr notwendig, dass man seine Ressourcen, seine Zeit, politische Arbeit investiert, dass es in irgendeinem anderen Land eine Revolution geben wird oder dass diese Revolution erfolgreich ist, sondern man kann Stück für Stück ganz entspannt den Sozialismus zu Hause aufbauen. Und das reflektiert genau das, was diese bürokratische Schicht, auf die sich Stalin gestützt hat, hören wollte. Jede weitere Revolution in irgendeinem anderen Land hätte ihre Macht, hätte ihre Stellung in Gefahr gebracht und hätte wahrscheinlich zu einer neuerlichen Revolution und zu Aufruhr gegen die Bürokratie in Russland selbst geführt. Genau. Und diese These, dieser Slogan von dem Sozialismus in einem Land wird auch quasi klassisch in stalinistischer Manier umgesetzt, nämlich ohne irgendetwas zu begründen und einfach alle alten Thesen über Bord werfen und Hauptsache man hat von irgendwo ein passendes Marx oder ein passendes Lenin-Zitat gefunden, dass man so aus dem Kontext so stehen lassen kann. Genau, was auch absolut notwendig ist, weil diese Bürokratie ging es nicht darum, den Sozialismus weiterzuentwickeln oder politische tiefgreifende Analysen zu haben oder eine revolutionäre Praxis zu entwickeln, sondern genau im Gegenteil, die Isolation der Revolution beizubehalten und ihre eigene Stellung auszubauen und zu sichern. Und das ist echt, dass es so bestimmt ist für die nächsten 10, für die nächsten 20 Jahre, dass diese Isolation geblieben ist. Und mit jedem Scheitern der Revolution in einem anderen Land hat sich dieser stalinistische Apparat stärken können, hat seine Privilegien ausbauen können und hat noch härter gegen die Parteidemokratie und gegen die Opposition, vor allem gegen die linke Opposition von Trotzki vorgehen können. Und Stück für Stück bis Ende der 20er, Anfang der 30er ist die ganze kommunistische Internationale stalinisiert worden. Das, was quasi in Russland passiert ist, ist auf die kommunistische Internationale, auf die anderen kommunistischen Parteien der Welt, hat sich dort ausgedehnt und wurde quasi mit der Autorität, diese Parteien wurden mit der Autorität Moskaus gleichgeschalten. Genau. Und dass die Stabilisierung vom Apparat und von der Bürokratie zusammengehen mit den Niederlagen der Revolution, kann man sehr gut an der chinesischen Revolution 1927 sehen. Damals wirklich die entscheidende Revolution und wär ein entscheidender Wendepunkt gewesen für den Kampf gegen den Stalinismus, die in der Niederlage geendet ist, wegen den Fehlern der Stalinisten. Und gleich auf die Niederlage dieser Revolution hat der Ausschluss der linken Opposition gefolgt, die Auflösung ihrer Gruppen gefolgt und das Stück für Stück die Verbannung von Trotzki aus Russland gefolgt. Danach, nachdem die linke Opposition erledigt war, war die weitere Fraktion in der Partei, weitere Oppositionelle quasi, die Stalin gefährlich werden hätten können, ausgeschlossen wurden oder politisch angegriffen worden sind. Und der Stalinismus entwickelt sich so in eine immer offenere konterrevolutionäre Kraft. Während die erste Revolution in den 1920ern noch aufgrund quasi der Fehler der Stalinisten gescheitert sind, sind spätestens Mitte der 30er, spätestens mit der Spanischen Revolution, das war eine Revolution, die offen von den Stalinisten niedergeschlagen worden sind, mit den Methoden des Terrors. Also die wirklich offen Anarchisten, Trotzkisten massenhaft umgebracht haben. Und das ist ein Verlauf, der sich ebenfalls dadurch erklären lässt, weil
diese Bürokratie will nicht nur Ruhe haben, sondern bekämpft eben offensiv jede Revolution im eigenen Land, weil sie eben ihre eigene Machtbasis in Gefahr gebracht hätte und die Arbeiterbewegung wieder wieder intensiviert hätte irgendwie im eigenen Land. Und durch die oder mit der Niederlage der Spanischen Revolution folgen ebenfalls wieder Repressionen in Russland selber. Folgen nämlich Ende der 30er die Moskauer Prozesse. Und Trotzki hat die Moskauer Prozesse als Schauprozess, also die Schauprozesse in Moskau als einseitigen Bürgerkrieg gegen die bolschewistische Partei genannt. Und tatsächlich waren das riesige Schauprozesse, deren alle alten Bolschewiki, also de facto alle alten Bolschewiki zu Opfer gefallen sind. Vom alten Zentralkomitee der Führung der Bolschewiki blieben nur noch Stalin und Kollontai übrig. Alle anderen sind entweder vorher schon gestorben oder wurden in diesen Prozessen umgebracht. Und zeitgleich wurden Hunderttausende Trotzkisten und andere Oppositionelle. Genau, danke für das Bild. Das zeigt nochmal das Zentralkomitee, und wirklich nur noch Kollontai und Stalin überlebt haben, zumindest politisch. Ein, zwei andere sind de facto politisch in den Ruhestand geschickt worden, und der Rest ist exekutiert oder erschossen worden. Und Trotzki selbst, dessen Familie, Freunde und Mitarbeiter systematisch verfolgt worden sind und ermordet worden sind, ist schlussendlich 1940 von einem stalinistischen Agenten mit einem Eispickel erschlagen worden. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass den Stalinismus und den Bolschewismus ein Meer aus Blut trennen. Und diese Ideen komplett entgegengesetzt zum Marxismus und zu den Ideen von Lenin und den Bolschewiki stehen. Lenin verteidigte, wie ich eingangs gesagt habe, den revolutionären Internationalismus am konsequentesten und war immer für die breiteste demokratische Debatte in der Partei und ist offen gegen bürokratische Manöver aufgetreten. Er hat immer erklärt, wenn man irgendwie nur plumpen Gehorsam fordert, dann kriegt man gehorsame Idioten, und das bringt irgendwie für die Revolution und für den gemeinsamen Kampf überhaupt nichts. Und selbst unter den schlimmsten Zeiten des Bürgerkriegs wurden demokratische Debatten ganz normal in der Partei geführt. Streiks waren erlaubt, die Arbeiterkomitees wurden demokratisch gewählt. Und diese ganzen Sachen, die zum Höhepunkt des Bürgerkriegs sogar garantiert werden konnten, waren unter keiner Periode des Stalinismus mehr garantiert. Und ebenfalls gut zur Gegenüberstellung sind die vier Bedingungen von Lenin für einen Arbeiterstaat, oder eigentlich für die erste Episode eines Arbeiterstaats vom Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, die er aufgestellt hat. Das waren erstens jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit, zweitens die Reduzierung der Gehälter von Funktionären auf einen gewöhnlichen Arbeiterlohn, drittens die Bewaffnung des Volkes im Unterschied zu einem stehenden Heer, und viertens die Kontrolle, verschiedene Funktionen der Kontrolle und der Aufsicht sollten rotieren, nach dem Slogan, dass wenn alle bürokratische Aufgaben übernehmen, niemand ein Bürokrat sein kann. Genau, und unter Lenin war eben der Sowjetstaat so geschaffen, dass den Arbeiterinnen erleichtert worden ist, diese Kontrolle auszuüben, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Und der Lohnunterschied beispielsweise und die verschiedenen Privilegien waren auf ein konkretes Maß beschränkt, nämlich 1 zu 4, also selbst im Höhepunkt irgendwie der ersten Zeit des Arbeiterstaates, nämlich wenn man den niedrigsten und den höchsten, niedrigste und die höchste Lohngruppe vergleicht. Also der niedrigste Lohn ist nicht, kann, der höchste Lohn ist nicht höher als das Vierfache des Niedrigsten. Genau. Und was hat irgendwie Stalin gemacht? Das hat den Stalinismus ausgezeichnet. In den Anfang der 30er wurde das Gesetz für den Maximallohn aufgehoben. Davor wurde es schon in der Praxis einfach unterboten. Aber dort wurde es aufgehoben, und beispielsweise Ende der 60er
war das Verhältnis vom niedrigsten und höchsten Lohn, wenn man jetzt alle Privilegien und so weiter nicht mehr dazu rechnet, war das Verhältnis von dem niedrigsten und dem höchsten 1 zu 50. Ach, nicht dem niedrigsten und höchsten, sondern wenn man irgendwie einen durchschnittlichen Arbeitslohn mit einem Minister, mit einem Volkskommissar vergleicht, dann ist dieses Verhältnis 1 zu 50, was einfach echt exorbitant gestiegen ist. Und so kann man irgendwie sehen, dass die Sowjetunion anhand von allen Gradmessern, den Lohnunterschieden, Arbeiterdemokratie, dem Staatsapparat, der immer repressiver, immer diktatorischer, funktioniert hat, anhand von Korruption, anhand von der Wiedereinführung der Todesstrafen, kann man anhand von diesen ganzen Gradmessern sehen, dass die Gesellschaft sich nicht in Richtung Sozialismus entwickelt hat, nicht in eine harmonische, sich frei entfaltende Gesellschaft, sondern immer disharmonischer geworden ist und immer der Staat immer eine größere Rolle als Repressions- und Unterdrückungsinstrument eingenommen hat. Und wie gesagt, Trotzki kämpfte irgendwie gegen diese stalinistische Bürokratie und baute dafür die linke Opposition auf und später die Vierte Internationale. Und hat wirklich diese Herkulesaufgabe nach Lenin übernommen, denn die Ideen, die Theorien des revolutionären Marxismus weiter zu verteidigen, als einzige, also es gab damals nur die, und es war ein extremer Druck, es gab nur die Befürworter des Stalinismus irgendwie auf der einen Seite und die bürgerliche Propaganda auf der anderen. Und nicht zuletzt hat er eine kohärente Erklärung für die Degeneration der russischen Revolution geliefert. Ich will noch ein Zitat bringen zu der Rolle der Trotzkisten und der Rolle von Trotzki, nämlich von Leopold Trepper, dem Organisator der Roten Kapelle, der stalinistischen Geheimorganisation im besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges. Also jemand, der nicht verdächtigt werden könnte, ein Trotzkist zu sein. Der schreibt irgendwie in seinen Memoiren am Ende seines Lebens: Wer hat denn damals protestiert? Wer ist denn aufgestanden und hat seinen Ekel hinausgeschrien? Solche Ehre dürfen nur die Trotzkisten für sich in Anspruch nehmen. Gleich ihrem Führer, der für seine Unbeugsamkeit mit dem Eispickel erschlagen wurde, kämpften sie unerbittlich gegen den Stalinismus als Einzige. Zur Zeit der großen Säuberungen hörten freilich ihren Protest nur noch die eisigen Steppen, in die man sie verschleppt hatte. Mit Recht klagen die Trotzkisten heute jene an, die damals mit den Wölfen heulten und nach dem Henker riefen. Doch sollten Sie nicht vergessen, dass Sie uns gegenüber den ungeheuren Vorteil hatten, ein geschlossenes System zu vertreten, das geeignet war, den Stalinismus abzulösen und an dem Sie in tiefer Not der verratenen Revolution Halt fanden. Ein sehr eindrückliches Zitat und es verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal, wie wichtig Theorie für die politische Praxis ist. Das wenn man, genau. Und was meint Trepper mit geschlossenem System? Genau das, was ich vorhin gesagt habe, er war der, wo eine kohärente Erklärung für den Stalinismus geliefert hat und den revolutionären Marxismus konsequent verteidigt hat. Und seine Analyse hat er in seinem Hauptwerk Die verratene Revolution 1936 niedergeschrieben. Und ein Großteil dieses Referates bis jetzt basiert auch de facto auf dieser Analyse, aber nochmal, um irgendwie zentrale Eckpunkte anzuführen. Trotzki hat erklärt, dass der Stalinismus eben die Demokratie in der Partei und den Gewerkschaften zerstört hat, die Menschen jeglicher politischer Rechte beraubt hat, einen Polizeistaat etabliert hat, dabei aber zentrale Errungenschaften der Revolution erhalten hat müssen oder die noch nicht eliminiert hat. Und unter diesen zentralen Errungenschaften ist vor allem die staatliche Planwirtschaft, die extreme wirtschaftliche Erfolge gezeichnet hat. Also die Sowjetunion, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, hat einfach Sachen etabliert, die kein kapitalistisches Land dieser Welt geschafft hat. Und das eben nicht wegen der Bürokratie, nicht wegen dieser Diktatur, sondern trotz. Es hat keine Arbeitslosigkeit gegeben in der Sowjetunion. Obdachlosigkeit wurde beseitigt. Einfach aus dem Grund, weil die gesamten Mieten auf 4% eines durchschnittlichen Lohnes fixiert waren. Und es einfach geschafft haben, diesen Agrarstaat vom Zarismus zum zweitgrößten Industriestaat dieser Welt zu entwickeln. Also damals.
bis es auseinandergefallen ist. Aber das ist der zentrale Punkt, denn um diese Planwirtschaft zu verteidigen, um die Erfolge vollständig den Bedürfnissen der Massen unterzuordnen und voran zum Sozialismus schreiten zu können, war eben eine neuerliche Revolution notwendig. War eine Revolution gegen diese Bürokratie und gegen Stalin notwendig und eine Wiederherstellung der Arbeiterdemokratie auf allen Ebenen. Wie Trotzki irgendwie oft gesagt hat, eine geplante Wirtschaft braucht Demokratie, so wie der Körper Sauerstoff. Und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Vielzahl von Aufständen, die genau dieses versucht haben, in der DDR, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Polen, in Russland selbst, die versucht haben, wieder Arbeiterdemokratie zu etablieren und tatsächlich voranzuschreiten zum Sozialismus, die aber alle von den Stalinisten niedergeschlagen worden sind. Und was Trotzki noch sagt, ist, wenn es nicht zum Sturz dieser Bürokratie kommt, wird diese Bürokratie selbst noch die letzten Errungenschaften der Revolution in Gefahr bringen. Er schreibt, der Sturz der heutigen bürokratischen Diktatur, wenn keine neue sozialistische Macht sie ersetzt, wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu kapitalistischen Verhältnissen bei katastrophalem Rückgang von Wirtschaft und Kultur. Und genau das ist passiert. Wirtschaftsdaten sind immer weiter zurückgegangen und die Bürokratie hat schlussendlich in den 90ern den Schluss gefällt, dass sie dieses staatliche Eigentum privatisiert und quasi hat sich quasi von der früheren Bürokratie zu neuen Kapitalistinnen gewandt. Und diese gesamte Privatisierung und die Eliminierung von dieser letzten Errungenschaft der Revolution war eine regelrechte Konterrevolution auf allen Ebenen. Die Industrie ist massiv zurückgegangen in den Ländern. Arbeitslosigkeit, Elend ist einfach ein Massenfaktor geworden. Die Preise sind massiv angestiegen. Und in der Sowjetunion kamen sogar Krankheiten auf, die seit den 1930ern eliminiert waren. Wenn auch das Gesundheitssystem katastrophal zerstört worden ist. Und die 90er und der Zusammenfall der Sowjetunion hat auch eine politische und ideologische Konterrevolution dargestellt. Die Bürgerlichen fühlten sich so sicher wie noch nie und behaupteten die absolute Überlegenheit des Kapitalismus, ihres Systems. Und nun befindet sich neuerlich die bürgerliche Ordnung im Wanken, befindet sich in einer tiefen Krise. Doch eben, um diese ablösen zu können, um den Kapitalismus wirklich ein für alle Mal stürzen zu können, reicht es nicht aus, ihn irgendwie nur zu kritisieren, sondern wir müssen irgendwie sehr klar und sehr konkret sagen können, was an seine Stelle treten soll und in welcher Tradition wir stehen. Und wie gesagt, hier gebührt Trotzki das Verdienst, den Stalinismus analysiert zu haben und zu bekämpft zu haben und vor allem den revolutionären Marxismus, den roten Faden des revolutionären Marxismus aufrechterhalten zu haben. Und genau in dieser Tradition stehen wir als Funke, stehen wir als internationale marxistische Strömung, aktiv in über 40 Ländern auf der Welt. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, kann man bei uns auch aktiv werden. Kann man extrem viel über den Marxismus lernen und auch konkret in der Praxis anwenden. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Martin. Fühl dich beklatscht, das ist bei Online-Veranstaltungen leider immer etwas blöd. Warte, ich mute dich schnell. Perfekt. Dankeschön. Ich schalte jetzt die Aufnahme aus.